Ich darf noch einmal auch in diesen Räumlichkeiten willkommen heißen in der Tabakfabrik Linz. In einer eben Fabriksanlage, die seit Jahrhunderten ein Industriestandort ist und war. Es ist bereits in der Barockzeit hier eine Textilmanufaktur gewesen, die vom Ausmaß her deutlich sogar noch über dieses Gelände hinausgegangen ist. Ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts dann aufgrund der industriellen Revolution, wie gesagt, das war eine Manufaktur, so nicht mehr weiterführbar gewesen und musste schließen. Damals war es noch so, dass der Staat sich einfach darum gekümmert hat, diese Arbeitsplätze zu ersetzen und hier im Rahmen seines auch damals schon bestehenden Monopols eine Tabakfabrik quasi dekretiert hat, die dann in den 1930er Jahren oder 1920er Jahren räumlich an ihre Grenzen gestoßen ist mit den alten Gebäuden, sodass hier ein Neubau beauftragt wurde mit den auch damals schon als Star-Architekt Architekt geltenden Architekten Peter Behrens. Peter Behrens ist der Wegbereiter des Bauhaus. Er ist zwar selber von der Generation her ein Stück zu früh für das eigentliche Bauhaus gewesen, war auch dort nicht mehr dabei, aber alle wesentlichen Protagonisten der Bauhausbewegung waren Schüler oder Kollegen in der Frühzeit von Peter Behrens. Und Peter Behrens hat auch diese Funktionalität, diesen radikalen Funktionalismus, der den eher verspielten Jugendstil oder Art Deco abgelöst hat, ganz maßgeblich geprägt und hier in der Tabakfabrik auch wahrscheinlich am durchgängigsten von allen seinen Industrieprojekten umgesetzt, weswegen die Tabakfabrik hier in Linz auch als das mit Abstand wichtigste historische Architekturdenkmal der ganzen Stadt gilt, was bislang relativ wenig bekannt war, weil es halt eine geschlossene Fabriksanlage war. Ich habe jetzt sehr viel über Behrens gesprochen, Alexander Popp möchten wir nicht verschweigen, hat aber auch aufgrund auch seiner politischen Nähe zu der dann später in den 1930er Jahren aufstrebenden Nazi-Bewegung eine untergeordnete Rolle auch in unserer Geschichtswahrnehmung natürlich, aber ich möchte jetzt trotzdem nicht Geschichtsfälschung betreiben und ihn trotzdem erwähnen. Der große Bahnbrecher war aber sicher der Peter Behrens und möchte nicht verhehlen, dass wir nach wie vor von dieser großartigen Architektur und ihrer großen Flexibilität profitieren. 2009, nach der Privatisierung der Tabakwerke oder der Austria Tabak Anfang der 2000er Jahre, an die britische Gallagher Gruppe, ist die Gallagher Gruppe dann ein paar Jahre später selbst von der Japan Tobacco International, JTI, gekauft worden, die weltweit Produktionsanlagen rationalisiert hat. Alles, was unter einer gewissen Kapazität war, wurde geschlossen. Das galt dann auch für Linz und so wurde die Zigarettenproduktion hier am Standort Ende 2009 geschlossen. Was für die Stadt Linz damals natürlich ein Schock war, ehrlich gesagt auch, aber nicht in erster Linie aufgrund der Zahl der Arbeitsplätze. Linz ist die einzige Stadt in dieser Größe in Mitteleuropa außer Frankfurt, in der es mehr Arbeitsplätze als Einwohner gibt, also über 210.000 Arbeitsplätze. Da sind 300 Arbeitsplätze zwar sicherlich nichts Angenehmes, aber das ist etwas, was man strukturell auffangen kann. Stärker war eigentlich die symbolische Bedeutung einer Fabriksanlage, die eine ganze Gegend hier geprägt hat. Das war im Umfeld sehr viele Wohnbauten, wo Tabakfabrik-Mitarbeiter in erster Linie gewohnt haben. Und das in einer Anlage, die so derartig mitten im Zentrum und in dem Teil der Stadt steht, wo sich neue Entwicklungen auftun, dass es auch relativ schnell klar war, dass die Stadt einer der wesentlichen Partner sein könnte, um die Anlage als Liegenschaft zu kaufen. Das passiert dann alles auch noch dazu im Jahr 2009, in dem Linz die Kulturhauptstadt Europas ist und daher auch ein gewisser Unternehmergeist, ein gewisser Spirit und ein gewisser Mut in dieser Stadt vorhanden ist, der vielleicht vorher und vielleicht auch nachher so nicht mehr funktioniert hätte, aber diese glücklichen Zufälle sind es oft, sodass die Stadt Linz, die noch dazu in einer Zeit
in die, wie wir alle wissen, sehr stark vom Wandel geprägt ist, vielleicht ein paar ganz einzigartige Grundmerkmale hat. Linz ist nämlich einerseits eine Stadt, die grundsätzlich sehr selten in den Rückspiegel schaut. Ganz einfach deswegen, weil man in Linz im Rückspiegel nichts wahnsinnig Schönes erkennen kann. Linz als eine Stadt, die in der jüngeren oder etwas mehr als jüngeren Geschichte vor allem als der einmal auserkorene Alterssitz von Adolf Hitler gedient haben sollte, in der die Industrie, die die Stadt natürlich bis heute prägte, mit dem Titel Hermann Göring-Werke begonnen hat. Eine Stadt, in der dann in den 50er, 60er Jahren die Enge so groß war, dass die bis heute wichtigste Gegenwartskünstlerin aus Linz, nämlich die Wally Export, einfach nur flüchten konnte aus dieser Stadt, die aber einen Wandel erfolgreich bewältigt hat, die es geschafft hat, aus der verstaatlichten Krise, aus der Stahlkrise, die weltweit ganze Landstriche über Jahrzehnte eigentlich geprägt hat, aus einer Krise mit einer neuen Art von Industrie, die auf Hochqualität setzend Weltmarktführer wird, hervorzugehen, einer Stadt, die sich selbst über die Ars Electronica eine neue Definition gegeben hat, zukunftsorientiert, eine Verbindung von Industrie, Kultur und Kunst und Zukunftsthemen herzustellen. Eine Stadt, die 1986 sehr belächelt wurde, als sie das Motto ausgegeben hat, Linz soll die sauberste Industriestadt Österreichs werden und es 10 Jahre später zweifelsohne geschafft hat. So eine Stadt gibt sich heute eben den Anspruch, Linz will die innovativste Stadt Österreichs werden. Und dieser Grundspirit und die spezielle Rahmenbedingung 2009 hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die Stadt Linz dieses Gelände gekauft hat. Und nachdem der Bürgermeister, der heutige Bürgermeister, der damals auch dabei war, das selber jetzt auch schon öfters öffentlich gesagt hat, sage ich es jetzt auch ganz offen, ohne wirklich zu wissen, was wir damit tun werden. Es gab die Überschrift des Kreativwirtschaftszentrums. Das war auch das Ergebnis einer Kurzstudie, die vor dem Kauf noch von Professor Robert Bauer, der sich mit Wettbewerbs- und Standortfaktoren wirtschaftlich beschäftigt, als wesentliche Handlungsmaxime für das, was hier entstehen kann, rausgekommen ist, aber von so etwas wie einem Masterplan oder einer ganz detaillierten Beschreibung, was hier in der Tabakfabrik passieren wird, waren wir mehr als meilenweit entfernt. Es ist dann auch dazu gekommen, nachdem dieses Gelände tatsächlich gekauft wurde, eben aus diesem nicht vorhandenen Masterplan heraus zu beschließen, wir lassen dieses Gelände auch generisch entwickeln. Wir versuchen auch gar nicht jetzt einen Masterplan zu machen, sondern wir geben das Motto aus, wegen Umbau geöffnet. Es gibt Zwischennutzung, wo immer wir uns Zwischennutzung mit relativ einfachen Möglichkeiten vorstellen können. Und wir beginnen mit dieser generischen Entwicklung parallel unsere Deutungshoheit zu erlangen über diesen Begriff des Kreativwirtschaftszentrums. Heute, und ich danke für die Überleitung erst, heute ist es offenbar so weit gelungen, dass sehr, sehr viele Menschen die Tabakfabrik kennen, sehr, sehr viele Menschen wissen, dass es in der Tabakfabrik kreativ und innovativ zugeht, hier irgendwie Zukunft stattfindet, hier irgendwie total spannende Dinge passieren. Ich glaube aber weitgehend trotzdem, ohne dass die meisten wirklich wissen, was hier tatsächlich passiert. Und hier natürlich sich dann auch diese Frage zum Beispiel aufdrängt, warum denn eigentlich ausgerechnet in einer Fabriksanlage, die in den 1930er Jahren, also in der Hochphase des der industriellen Fließbandproduktion entstanden ist. Und eine Antwort ist tatsächlich, dass natürlich das Paradoxon etwas ist, was interessiert. Ich glaube aber, dass das alleine es auch nicht wäre und nicht sein könnte, weil tatsächlich gibt es Fabriksanlagen, Brownfields, die zu irgendwelchen kreativen oder Technologiezentren und so weiter umgewandelt wurden, auch zuhauf.
Und ich könnte jetzt an dieser Stelle, wenn ich über räumliche Intervention rede, vielleicht auch darüber reden, welche Art von Grundrissen, welche Art von räumlichen Strukturen man dafür braucht, wie wir Design interpretieren und daher auch optisch das unterstützen und das als räumliche Intervention hier verkaufen. Ich glaube aber, dass das ein absolut zu kurz greifen würde, weil tatsächlich es uns hier, glaube ich, auch gelungen ist, erfolgreich diese Frage umzudrehen und eben genau das in den Vordergrund zu stellen, was ich erst auf einer Folie schon gelesen habe. Der Raum ist eigentlich das Allerletzte, woran wir denken. Woran wir beginnen zu denken ist, was wollen wir denn hier eigentlich und wen wollen wir hier eigentlich? Und wir kommen von der Grundthese, dass Kreativität der entscheidende Rohstoff der Zukunft ist, dass es ganz wesentlich ist, mit der Digitalisierung dadurch umzugehen, dass wir den Menschen die Möglichkeiten, die Räume, die Umgebung geben, um darüber nachzudenken, wie am besten mit dieser Zukunft umgegangen wird. Das ist, glaube ich, auch noch banal und werden auch noch alle unterschreiben. Und was bei uns im Laufe der Jahre, das muss man auch dazu sagen, das ist nichts, was als Masterplan am Anfang entwickelt wurde, sondern im Laufe der Jahre als Erkenntnis gekommen ist, ist, dass diese Kreativität, die wir brauchen, unglaublich viele Spielarten hat. Es gibt die künstlerische Kreativität, die kulturelle Kreativität, die am Anfang der Idee der Backfabrik sicherlich gestanden ist, wo man Kreativwirtschaft noch über die 23 Teilmärkte von Fotografie bis Schauspiel definiert hat und geglaubt hat, das wird einmal die Tabakfabrik. Es ist aber dann relativ schnell auch klar geworden, dass die technische Kreativität, also die Kreativität, die man braucht, um technische Probleme auf neuartige Art und Weise zu lösen, ganz eng mit dieser kulturellen Kreativität verbunden ist. Ein Schlüsselerlebnis von uns, wir hatten hier einen Produzenten von Elektromotorrollern, der hier an Prototypen geforscht hat und erste Kleinserien gebaut hat. Firma Lohna, mittlerweile nicht mehr in der Tabakfabrik, aber das ist auch ein Teil unseres Credos, dass Dinge sich halt auch entwickeln dürfen und auch verändern dürfen. Aber was damals für uns sehr spannend war, das waren also gestandene Techniker, die halt irgendwie herumgelötet, geschraubt und so weiter haben und die einmal als Feedback gegeben haben, es taugt ihnen deswegen so in der Tabakfabrik, weil sie hier genau die Art von verrückten Gesprächspartnern in der Mittagspause finden, die sie einfach brauchen, um ihre Gedanken am Nachmittag auf ein anderes Thema wieder zu bringen. Also gut, Kreativität ist also nicht nur Kunst, sondern das ist auch Technik. Kreativität ist aber auch die Kreativität, die man braucht, um Businesspläne zu entwickeln, neue Geschäftsmodelle, neue Organisationsformen. Kreativität braucht man auch, um sich zu überlegen, was müssen wir als Gesellschaft eigentlich dafür tun, um mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Und wir sind dann sind immer sehr banale Schritte, die aber, glaube ich, erst in der Gesamtabfolge eben das ergeben, was wir hier haben. Ja. Und wir haben dann eben gesehen, gut, das heißt, diese Kreativität hat verschiedene Spielarten und diese verschiedenen Spielarten brauchen aber alle denselben Rahmen. Sie brauchen ganz ähnliche Rahmenbedingungen. Sie brauchen daher auch ganz ähnliche Räume. Was auch ganz wichtig ist, ist, sie brauchen überhaupt Räume. Also wir haben zum Beispiel mit Startup 300, bekannt aus Funk und Fernsehen, also Aufsichtsratsvorsitzender Michael Altrichter war lange Jura bei 2 Minuten 2 Millionen, Startup-Förderung, Startup-Investment, Startup-Hub. Und die haben sehr lange ein Geschäftsmodell gehabt, das komplett virtuell war. Die sind erst mit uns und mit der Tabakfabrik und einem Kontakt, den wir eigentlich auf einer Auslandsreise hatten, auf die Idee gekommen, es auch einmal mit einem Raum zu probieren. Und mittlerweile ist es eigentlich ein ganz wesentliches Zentrum ihrer Überlegungen. Also auch so eine Erkenntnis, es braucht auch tatsächlich noch Räume. Dinge müssen sich nach wie vor materialisieren. Menschen müssen nach wie vor die Gelegenheit haben, sich direkt miteinander auseinanderzusetzen. Und es kann nicht nur über Digitales gehen. Und wiederum diese Räume, die wir hier dafür brauchen, um diese Kreativität fördern zu können, sind sehr ähnlich, egal ob es jetzt künstlerische Aktivitäten sind, geschäftliche Aktivitäten
oder Technisches oder auch Soziales, wo wir kreativ sein wollen. Und wo wir dann auch drauf gekommen sind, diese Arten von Kreativität brauchen vor allem einander. Und das ist dann, glaube ich, wirklich das erste Mal, wo wir uns von so klassischen Technologiezentren, Startup-Zentren und so weiter oder auch Kulturzentren begonnen haben zu unterscheiden, weil die waren alle und sind auch bis heute alle immer nur das eine. Und bei uns haben wir von Anfang an darauf gesetzt, zu sagen, das ist nichts, was man unterscheiden sollte und kann, sondern man muss es dann stark miteinander verbinden. Und zu dieser Zeit ist auch bei uns dann dieser Begriff des kollaborativen Konzerns entstanden. Also der Versuch zu sagen, wir wollen hier die verschiedensten Akteure zusammenbringen und wir wollen, dass diese Akteure über damals schon Schlagwort Ressourcensharing, über starke Vernetzung, über gemeinsame Projekte sehr stark miteinander interagieren und dass die keine Monokulturen bilden. Stellt sich die Frage, welche Akteure denn? Und dann haben wir uns begonnen, auch gemeinsam mit einem Netzwerkforschungsunternehmen aus Wien, FAS Research, Harald Katzmeier, darüber zu unterhalten, wie eigentlich Innovationsprozesse funktionieren und wie Innovationsprozesse auch so funktionieren, dass sie nicht nur eine bestimmte Zeitphase lang funktionieren, sondern die Kraft entwickeln, sich aus sich selbst heraus auch zu erneuern. Teile dieser Forschungsergebnisse kommen daraus, dass Harald Katzmeier an der Stanford-Universität in einer Gruppe dabei war, die darüber geforscht hat, warum eigentlich das Silicon Valley so funktioniert, wie es funktioniert. Und das Spannende am Silicon Valley, das sieht man ja schon am Namen, ist, dass das Silicon Valley mitnichten mehr das ist, als was es angefangen hat. Ich glaube, kaum ein Silikonchip wird dort mehr produziert, sondern dass das Silicon Valley verschiedene Phasen der Digitalisierung, der Disruption und so weiter mitgemacht hat, ohne dabei unterzugehen. Und das ist das Spezielle dort dran, ohne dass es einen Valley Manager gibt, sondern aus sich selbst heraus. Und ein Teil dieser Erkenntnisse ist, auch wiederum relativ banal, Entwicklungsprozesse laufen in Schleifen. Es gibt diese klassischen Phasen, die wir aus Produktzyklen, Unternehmenszyklen, Innovationszyklen kennen, dass es immer wieder aus Ideen sich Startups entwickeln, neue Gründungen entwickeln, neue Geschäftsfelder entwickeln, die wachsen, die sich etablieren, die irgendwann in eine Reifephase kommen, die Disruption passiert. Es gibt Restrukturierung und aus der Disruption heraus entsteht wieder etwas Neues. Unsere Erkenntnis für das, was wir in der Tabakfabrik machen daraus ist, wir brauchen die Akteure, die an jeder dieser Stellen dieses Achters dafür sorgen, dass dieser Zyklus immer weitergeht und wir brauchen sie alle und wir brauchen sie in ziemlich gleichem Ausmaß. Wir haben einige dieser Archetypen davon gemeinsam identifiziert. Ich möchte ein paar einfach vorstellen. Ja. Wir haben The Prophet, denjenigen, der in einer Phase nach der Disruption, wo sich neue Dinge entwickelt, in der Lage ist, die Zukunft aufzuzeigen, Tendenzen zu erspüren, zu sehen, wo es eigentlich hingeht. Wir brauchen The Seeker, den Entdecker. Wir brauchen denjenigen, der auf Basis solcher Trends dann so lange tüftelt, bis tatsächlich die Idee so weit technisch ausgereift ist, dass man sie in die nächste Phase geben kann, zum Creator, zu demjenigen, der etwas Neues schöpft, der zum Beispiel ein Startup gründet, ein Geschäftsmodell beginnt zu entwickeln, gemeinsam mit denjenigen, die als Kämpfer, als Unermüdliche daran arbeiten, dass sich das etabliert, dass sich das am Markt durchsetzt. Wir brauchen aber auch eine Erkenntnis, diejenigen, die hinterfragen, diejenigen, die sagen, muss das so sein, kann das so weitergehen, die Unruhestifter, die Disruptors. Und um aus dieser Disruption heraus, aber auch wieder eine gewisse Sicherheit zu erzeugen, sodass es dann wieder aus dem Umbruch heraus nach oben geht, die Propheten, mit denen ich begonnen habe, wieder in der Lage sind, die Zukunft positiv zu zeigen, brauchen wir eine gewisse Basis von Umsorgerinnen und Umsorgern.
Wir haben in der Tabakfabrik tatsächlich eine Methodik entwickelt, wo wir die Mieter, die bereits in der Tabakfabrik sind, mit Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung daraufhin untersuchen, welche dieser Archetypen sie darstellen können oder abbilden können. Das ist natürlich nicht immer nur eine Rolle, sondern das sind verschiedene Rollen, die sie hier einnehmen. Wir untersuchen auch mit unserer Einschätzung und ihrer Einschätzung, welche dieser Rollen fehlen uns, und wir suchen dann ganz gezielt unsere neuen Mieter auf Basis dessen, was da rauskommt. Das ist der Punkt, um den es hauptsächlich mir geht. Wir beginnen überhaupt nicht mit dem Raum. Der Raum, wie der gestaltet wird, wie der Raum auch funktional ausgestattet wird und ob der ergonomisch ist oder nicht, das ist ganz am Schluss, und das gibt, glaube ich, auch nicht unbedingt die große Innovation, weil das, glaube ich, können viele, und das haben wir ja auch nicht alleine gemacht, sondern da haben wir uns ja auch Partner geholt. Das Spezielle ist, glaube ich, dass wir uns zuerst überlegen, wer soll eigentlich da sein. Wir betreiben dieses Community Management aktiv, wir betreiben es selbstbewusst, auch das ist ein Teil unserer Geschichte in der Tabakfabrik, dass die Tabakfabrik als Vermieter sich nicht auf eine Housekeeper-Rolle zurückzieht, sondern hier eine sehr, sehr aktive Rolle spielt, versucht neugierig zu erspüren, was sind eigentlich die Tendenzen, mit denen sich unsere Unternehmen beschäftigen, was sind die Themen, die sie interessiert, und wie können wir sie auch immer wieder zusammenspannen, und wir wissen, dass das ein Prozess ist, der nie aufhört. Das ist keine Entwicklungsarbeit, sondern das ist etwas, was bei uns ständig und immer weitergehen wird. Das, was wir am Ende für uns als Ziel definiert haben, ist, ein Netzwerk zu haben wie dieses hier, das sich dadurch auszeichnet, dass es multizentral ist, ein großer Unterschied zur Cluster-Philosophie zum Beispiel der 90er Jahre, wo immer ein, zwei, drei ganz große, dicke Zentren in der Mitte von Unternehmensansiedlungsprojekten waren. Wir versuchen, das möglichst auf viele Akteure zu verteilen. Wir versuchen, das sehr intensiv zu gestalten. Wir versuchen also immer wieder auch neue hierher zu bringen, von denen wir wissen, dass sie sich dann nicht introvertiert verhalten, sondern ganz aktiv mit denen, die schon da ist, kommunizieren, zusammenarbeiten und auch wiederum neue anziehen, die dasselbe mit ihnen machen werden. Und das ist genau das Thema der Anschlussfähigkeit. Und für mich ist das, was für mich das Ziel ist in dieser Organisation, sehr stark mit einem sehr schwer übersetzbaren englischen Begriff verbunden, nämlich der Serendipity. Der Begriff, etwas holprig, manchmal mit glücklicher Zufall übersetzt, meint eigentlich ganz was anderes. Der Archetyp der Serendipity ist die Entdeckung von Penicillin, ein Zufallsfund, der aber zu einer Entdeckung von etwas völlig Neuem führt, weil derjenige, der diesen Zufallsfund findet, eine gewisse Genialität hat, zu erkennen, was er für sich hat. Und in der amerikanischen Stadtentwicklung gibt es immer mehr auch die Forderung danach, wie können wir Städte und Räume so entwickeln, dass sie so funktionieren, dass man sagt, how to create serendipity. Und das ist unsere oberste Mission. Wir wissen überhaupt nicht, was sich in der Tabakfabrik entwickeln wird. Wir wissen nicht, wie sie in 10 oder 15 Jahren ausschauen wird. Aber unser Ziel ist, dass es hier dazu kommt, dass sich Menschen, Ideen, Welten begegnen, die sich sonst nicht begegnen würden und die aus dieser Begegnung heraus auf was völlig Narrisches draufkommen. Und das hat in vielerlei Hinsicht schon funktioniert. Es gibt einige Dinge, die in der Tabakfabrik hier passieren, die unter Zufall eingereiht werden könnten. Wie eben zum Beispiel, dass es ausgerechnet in unserer Umgebung ein Industrieunternehmen gibt, deren Gründer und Eigentümer eine Privatstiftung gründet mit dem Ziel Lernen und Wachsen, in der 10% des sehr hohen Ertrags dieses Unternehmens jedes Jahr diesem Thema widmet, und dass dieser aus diesem Umfeld heraus sich jemand überlegt, wir könnten hier einen sehr, sehr hochwertigen industriellen Makerspace machen, indem wir mit hochwertigsten Industriemaschinen den Menschen einfach das Ausprobieren und Experimentieren ermöglichen, indem wir diese Maschinen offen zugänglich machen. Dass es tatsächlich mit dieser Art von finanziellem Background und dieser Freiheit
dazu gekommen ist, dass es dieses Investment gibt, mag Zufall sein, dass es in der Tabakfabrik passiert ist, glaube ich, ist kein Zufall. Und das ist genau das, worauf wir zusteuern wollen, um genau diese Menscheninitiativen anzuziehen und miteinander zu vernetzen. Und ganz kurz noch, das Spannende dabei ist, wir sind ein öffentliches Unternehmen, wir gehören zu 100% der Stadt Linz. Wir sind trotzdem mit dem, was wir hier tun, wirtschaftlich unterwegs. Auf einer makroökonomischen Ebene, wir haben 20%, nämlich ungefähr 38 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln hier herinnen und haben insgesamt 193 Millionen Euro Investment, und zwar nur Bau. Also das, was in den Unternehmen investiert wird, gar nicht mitgerechnet. Auch keine Kommunalsteuer oder sonstige Umwegeffekte. Wir hebeln also 1:5. Wir brauchen aber eigentlich die Umwegeffekte gar nicht. Wir sind selbst ein profitables Unternehmen. Wir investieren ganz normal und haben für das, was wir investieren, als Immobilienunternehmen, branchenübliche Renditen, obwohl wir 100% im öffentlichen Eigentum sind. Und der Grund, warum das so ist, ist einer, wo, glaube ich, auch die Immobilienwirtschaft durchaus daraus lernen kann. Die Frage, was ist unser Produkt, wird in dieser Branche hauptsächlich mit Doppelböden, Glaswänden, abgehängten Decken, Lüftungen und Kühlanlagen beantwortet. Tatsächlich ist es aber genauso Blödsinn, wie das Produkt von Nike auch nicht Leder und Kunststoff mit Vernähung ist, sondern etwas ganz anderes. Unser Produkt sind die Menschen, denen man hier begegnen kann. Das Image, das die Tabakfabrik repräsentiert und von dem man partizipieren kann, und der Spirit, der hier herinnen ist. Und davon, glaube ich, von dieser Sichtweise könnten wirklich alle in der Branche profitieren, weil das ist nicht tabakfabrikspezifisch. Das ist etwas, was, glaube ich, für alle, die Raum schaffen, auch wenn sie es nicht für den Dritten tun, sondern für sich selber, begreifen müssen, dass das, was man hier schafft, nicht vier Wände, ein Boden und eine Decke sind, sondern etwas ganz anderes. Kurz noch ein Ausblick, wie es bei uns weitergeht. Wir werden Räume, öffentliche Räume noch gestalten, in denen dieser Spirit deutlicher erkennbar ist. Wir haben eine ganze 1000 Quadratmeter große Dachterrasse geschaffen, um hier in der sogenannten Belletage Dinge zu präsentieren. Wir haben Straßenzüge neu freigelegt, die in Zukunft belebt werden und Feste beherbergen werden, und auch das ist ein Unterschied zu vielen Technologiezentren. Bei uns ist die Öffentlichkeit eingeladen, herzukommen, und es wird noch stärker mit dem Neubauprojekt an diesem Standort, an dem ein privater Investor mit einer Investition von 110 Millionen Euro ein Hotel, eine Shopping-Mall ist übertrieben, aber Einkaufsmöglichkeiten, Handelsmöglichkeiten, Gastronomie, Wohnmöglichkeiten, neue Büromöglichkeiten, Ausbildungsstätten schaffen wird, um dann auch gemeinsam mit uns, auch das ist uns sehr wichtig, dass das keine Trennung zwischen uns beide geben wird, unserem Claim weiter zu folgen, nämlich Light My Fire, wo früher die Zigaretten, da jetzt die Ideen.